Begleitet von Techno-Klängen ziehen mehrere tausend Menschen durch die Straßen Berlins. Nach zwei Jahren Pandemie findet der Love Parade-Nachfolger Rave the Planet in der Hauptstadt statt. Begrüßt werden die Teilnehmer von Love Parade-Gründer Dr. Motte. Er versteht das Musikspektakel auch als politische Demonstration. Die Teilnehmer ziehen auf einer 7 Kilometer langen Route durch Berlin und trotzen dabei dem Regen und den kühlen Temperaturen. Ich bin so froh, dass wir alle zusammen hier feiern können und ja, dass endlich wieder hier also so eine tolle Situation haben. Trotzdem Corona, aber ja, also ich bin so froh. It's beautiful because, es ist schön, alles ist bunt, die Menschen, die Musik, es ist magisch, wirklich. Very magic. Really. Ich liebe elektronische Musik und ich glaube, Berlin ist halt auch voll die Stadt dafür. Und wieso nicht sowas noch mehr etablieren und das wieder zurückbringen? Es ist wahnsinnig, nach so vielen Jahren wieder mal hier zu sein. Und man hat sich jedes Jahr wieder darauf gefreut, dass es stattfindet. Und heute, ja, wir wollten eigentlich heute in Urlaub fahren, haben verschoben und sind hier. Ich war schon bei der Love Parade zweimal in den 90ern. Und es war einfach Freiheit, Liebe, sich lieb haben und das war einfach toll gewesen. Und ich freue mich auch, dass es endlich mal wieder stattfindet. Ja, also das ist richtig schön. An ihre berühmte Vorgängerin aus den 1990er Jahren, die Love Parade, reichte die Veranstaltung am Samstag bei weitem nicht heran. An der Love Parade hatten in Spitzenzeiten mehr als 1 Million Menschen teilgenommen.